Hallo, liebe Kinder und hallo, liebe Paula. Ja, hallo. Ja, ich wollte heute mit euch ein Winterbild malen. Ja. Ja, ein Winterbild nach einem Gedicht von Josef Gugginmoos. Ja, richtig. Genau. Und in diesem Gedicht von Josef Gugginmoos, da kommt ein Tier vor. Und ich bin gespannt, ob du dieses Tier kennst. Paula, schau dir mal dieses Tier an. Weißt du, was das für ein Tier ist? Ja, das ist doch ein Rabe. Ja, das Tier gehört zur Familie der Raben. Es gibt aber eine Art, die ist, ja, könnte man, es schaut so ähnlich aus wie ein Rabe, aber da gibt es ein anderes Wort dafür. Echt? Ja. Was ist denn das für ein Wort? Das ist, der Vogel heißt Krähe. Ah, Krähe. Krähe, hast du das schon mal gehört? Krähe, Krähe. Genau. Ja, ich glaube schon. Ja, und diese Krähen, die sieht man nämlich auch hier bei uns im Winter. Hast du schon mal Krähen gesehen oder Raben? Ja, diese schwarzen Vögel. Genau, diese schwarzen, großen Vögel, die bleiben hier bei uns. Die fliegen nicht zum Beispiel nach Afrika, wo es warm ist. Die bleiben bei uns. Und in diesem Gedicht kommen nämlich Krähen vor. Genau. Und als allererstes möchte ich dir das Gedicht vorlesen. Oh ja. Ich male mir den Winter von Josef Gugginmoos. Ich male ein Bild, ein schönes Bild. Ich male mir den Winter. Weiß ist das Land, schwarz ist der Baum, grau ist der Himmel dahinter. Sonst ist da nichts, da ist nirgends was, da ist weit und breit nichts zu sehen. Nur auf dem Baum, auf dem schwarzen Baum, hocken zwei schwarze Krähen. Aber die Krähen, was tun die zwei? Was tun die zwei auf den Zweigen? Sie sitzen dort und fliegen nicht fort. Sie frieren nur und schweigen. Wer mein Bild besieht, wie es da Winter ist, wird den Winter durch und durch spüren. Der zieht einen dicken Pullover an, vor lauter Zittern und Frieren. Ich zeige dir jetzt zwei Bilder von zwei Kindern, die schon ein Bild zu diesem Gedicht gemacht haben. Paula, was siehst du denn da auf diesen Bildern? Ja, da sehe ich zwei Bäume und Schnee. Genau. Und da, ich glaube, da sind da wirklich diese zwei Vögel dort. Genau, da sind die zwei Krähen. Da. Und ich sag dir nochmal, was der Josef Gugginmoos, was der in seinem Gedicht geschrieben hat, was wirklich ganz wichtig ist, wenn du das Bild malen möchtest. Weiß ist das Land, schwarz ist der Baum, grau ist der Himmel dahinter. Ist da alles drauf? Ja, das ist grau. Da, der Hintergrund, das ist ein graues Bild. Ja, genau. Ein graues Papier. Richtig, genau. Und dann brauchen wir noch, wie du schon erkannt hast, die zwei besonderen Vögel. Weißt du noch, wie die heißen? Ja, Krähen. Genau, die zwei Krähen, die auf dem Zweig sitzen. Genau, die brauchen wir auch für das Bild. Ja, da. Genau, weißt du was, Paula? Was? Du darfst es jetzt nämlich gleich machen. Oh ja, oh, okay. Da freue ich mich schon gleich. Bereiten wir mal alles dafür vor. Ja, gehen wir jetzt gleich zum Tisch. Genau. Ja, ich sehe schon, Paula, du hast ja schon alles hergerichtet, was wir brauchen. Ja. Genau, dann sag mal, was du da alles hast. Ja, also, hier habe ich einen Strohhalm. Interessant. Ja. Und
Soll ich sagen, für was ich den brauche? Oh ja, verrat mal. Ja, wisst ihr, da malt man erstmal mit dem Pinsel hier einen dicken Strich rein. Das ist dann der Baum mit dem Schwarz hier. Und da ist die schwarze Farbe auch. Seht ihr? Genau. Da. Ihr braucht schwarze Farbe. Wir haben jetzt hier Acrylfarbe, gell, Paula? Ja, wir haben Acrylfarbe. Genau, du kannst auch eine andere Farbe nehmen, zum Beispiel die Schwarz aus deinem Wasserfarbkasten. Ja, und auch Tusche, einfach was genau, schwarz ist. Genau, richtig. Und das vermischt man dann mit Wasser hier, das ist hier in dem Wasserglas drin. Und dann tut man diese Farbe dann hier vielleicht auf diesen kleinen Teller hier drauf oder auch auf eine Palette. Genau, also einen Teller hast du hergerichtet. Ja, und hier noch ein Zewa, ein Lappen kann es auch sein. Genau. Dann eine weiße Farbe sehe ich, gell? Ja, die weiße Farbe, die ist für diesen Schnee. Genau, da kannst du gerne auch dein Deckweiß nehmen aus dem Wasserfarbkasten. Ja. Genau. Und am besten nimmst du auch gleich ein graues Tonpapier. Ja, das ist nämlich hier. Seht ihr das in der Mitte hier? Genau, mit der Größe DIN A4. Da kann man das richtig schön ausfüllen, das Blatt. Ja. Ja, und ganz wichtig, eine Unterlage, gell? Ja, ich habe hier so einen Karton, sonst macht man den Tisch vielleicht farbig. Genau. Und es gibt noch einen ganz heißen Tipp mit diesem Tonpapier. Damit das Papier nicht verrutscht, kann man nämlich noch etwas machen, gell? Ja. Und zwar könnte man das Bild auch ein bisschen festkleben mit Krepppapier. Richtig. Ich würde sagen, Paula, wir machen das und zeigen das dann nachher noch den Kindern. Ja, das machen wir, ja, bevor wenn wir dann loslegen. Genau, bevor wir loslegen, zeigen wir das nochmal. Okay. Also dann richtet ihr mal ganz schnell eure Malsachen her und dann sehen wir uns gleich. So, du hast jetzt schon die schwarze Farbe vorbereitet. Ja. Bisschen mit Wasser verdünnt, ja, wie man richtig sieht, genau. Ja. Und jetzt fängst du an, einen schwarzen Fleck unten aufs Papier zu malen. Ja, das mache ich jetzt. Hust das gut, ja. Genau. Da ist auch wichtig, dass das ein bisschen flüssig ist, gell, damit du das nachher verpusten kannst. Ja, es muss richtig so eine Soße sein. Man muss gar nicht bis unten an den Rand. Da kann ich ein bisschen paar Zentimeter drüber anfangen. Ja, richtig. So. Da kommt ja dann noch der Schnee hin. Ja, wenn du den Baumstamm gemalt hast, dann nimmst du den Strohhalm. Hoppala. Und dann darfst du anfangen zu pusten. Oh ja. In alle Richtungen. So. Jetzt machen wir das hier. Ich muss noch mal Farbe drauf machen. Ein bisschen nass muss es sein. Ja, ja. Moment. Ich glaube, man darf auch nicht so viel Zeit verstreichen lassen. Ja, man muss schnell arbeiten. Ja, genau. Wenn man es gemalt hat, muss man schnell pusten. Aber weil so wenn es trocken ist, dann kann man nicht mehr pusten. So schnell. Super. Boah, da verzweigt und verästelt sich schon einiges. Ja, von der anderen Seite noch. Thank you.
Muss man aufpassen, dass einem nicht schwindlig wird, hm, Paula? Ja! So, eigentlich finde ich, ist der Baum schon fertig. Ja, das ist richtig. Den kann man auch so lassen. Jeder Baum schaut ja sowieso anders aus, ja? Gut, dann kann man jetzt dann die zwei Krähen reinzeichnen. So, ah ja, mit einem ganz feinen, dünnen Pinsel. Bin gespannt, wo du die reinmalst, so, die zwei Krähen. Zwei Krähen. Ich glaube, hier hin, da ist ein schöner Platz. Hier. Ah, sehr schön. Die müssen ja auch nicht so genau gezeichnet sein. Das ist überhaupt nicht wichtig, wenn du sagst, du kannst keine Krähe zeichnen. Ja, einfach so zwei Striche genügt schon. Genau, das genügt ja, schon. Genau. So. Sehr schön. So, und dann würde ich sagen, lassen wir das Bild trocknen. Und wenn das Bild getrocknet ist, ha, was malst du denn dann noch? Ja, dann kommt ein weißer Schnee. Genau, dann kommt der Schnee noch drauf. Oh, da freue ich mich halt. So, jetzt ist das Bild schon so weit getrocknet, dass du jetzt den Schnee malen kannst, gell? Ja, da habe ich nämlich jetzt hier weiße Farbe drauf getan. Genau, du hast den Teller gewaschen. Ja. Weiße Farbe drauf und ich sehe, du hast auch dein Wasser frisch gemacht, gell? Ja, ich habe mein Wasser frisch gemacht, genau. Mhm. Damit keine schwarzen Flecken mehr aufs Papier kommen, weil jetzt brauchen wir nur noch Weiß für den Schnee. Mama, das war hier unten. Aha, eine Schneedecke. Ja, eine Schneedecke. Sehr schön. Und dann machen wir hier, auf den Ästen sind auch noch so schöne, ja, da hat sich auch Schnee gesammelt. Jetzt nehme ich dazu einen feinen Pinsel. Ah ja. Und dann kann man ganz vorsichtig hier, seht ihr, da. Ja, da hat es wohl gerade geschneit und der Schnee ist da liegen geblieben. Ja. Das ist eine gute Idee. Ja. Hier und da. Ja. Da. Und dort. Ja. Ja. Und so. So könnt ihr weitermachen. Und dann schneit es. Oh, auf deinem Bild schneit es gerade. Ja, seht ihr, ganz viele Tupfen kann man machen. Ganz viele Schneeflocken. Ganz feine, schöne Tupfen. Aber auch, es können aber auch große mal drunter sein. Ja. Und dann. Sehr schön. Ich finde, Paula, du machst jetzt da ein bisschen weiter und wir zeigen dann den Kindern am Ende dein fertiges Bild. Oh ja! So, Paula, dann ist jetzt dein Bild hier fertig. Ja, ja, ich glaube schon, ja. Sehr schön. Und ich finde, dass ich jetzt nochmal das Gedicht vorlese und du darfst dein eigenes Bild bestaunen. Und jeder, der jetzt das Bild auch gemacht hat, darf das nämlich auch tun. Der darf auch entweder dein Bild bestaunen oder auch sein eigenes Bild bestaunen. Okay? Oh ja. Also, ich male mir den Winter von Josef Guggenmos. Ich male ein Bild, ein schönes Bild. Ich male mir den Winter. Weiß ist das Land. Schwarz ist der Baum, grau ist der Himmel dahinter. Sonst ist da nichts, da ist nirgends was, ja, da ist weit und breit nichts zu sehen. Nur auf dem schwarzen Baum, hocken zwei schwarze Krähen. Aber die Krähen, was tun die zwei, auf den Zweigen? Sie sitzen dort und fliegen nicht fort, sie frieren nur und schweigen.
Wer mein Bild besieht, wie's da Winter ist, wird den Winter durch und durch spüren. Der zieht einen dicken Pullover an, vor lauter Zittern und Frieren. Ja, und wenn dir das Gedicht gefallen hat von Josef Guggenmos, dann darf ich dir verraten oder kann ich dir verraten, dass die Paula und ich, dass wir schon mal ein Gedicht gemacht haben von Josef Guggenmos. Paula, kannst du dich erinnern? Oh ja! Welches Gedicht haben wir denn da gemacht? Die Tulpe! Richtig! Du findest die Tulpe auch hier auf dem Kanal bei Lernen mit Paula und kannst es dir gerne nochmal anschauen und wir haben dazu nämlich auch ein Bild gemacht und eine Klanggeschichte. Oh ja! Genau. Dann bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss! Tschüss!